Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Heute dreht sich alles um den Begleitpanzer 57, ein Prototyp der Bundeswehr, von dem es nur ein Stück gab. Und zwar ist das eine Marderwanne mit einem Versuchsturm mit einer 57mm Bofors Allzweckkanone und einem Tauwerfer, einem Anti-Panzerraketenwerfer. Es war gedacht, um die Truppen zu unterstützen gegen allerlei Sachen. Die Kanone eignet sich zur Infanteriebekämpfung, zur Panzerabwehr, zur Luftabwehr mit Annäherungszündergranaten und die Rakete komplettiert das Ganze gegen schwer gepanzerte Sachen. Ich sag's vorweg, heute ist kein guter War Thunder Tag für mich. Ich habe heute nur auf den Sack bekommen bis jetzt, deswegen hoffe ich jetzt, dass es so halbwegs funktioniert. Ich bin immerhin nicht voll geupdatet worden, ich bin sogar Top-Tier, wenn ich mich nicht täusche. Das ist aber Begleitpanzer ehrlich gesagt völlig egal. Beim Deck könnte es helfen, wenn ich später noch in andere Fahrzeuge steige, aber jetzt erstmal soll es um den hier gehen. Ich versuche jetzt in eine schöne Position zu kommen, vielleicht bei A noch einen Fuß, eine Kette mit reinzubekommen und werde mich dann ein bisschen zurückhalten und begleiten. Also das machen, wofür dieser Panzer gedacht ist und mich nicht an vorderste Front stellen, weil dafür ist er absolut nicht gebaut. Man hält vielleicht ein oder anderen Schuss frontal aus wegen dem Motor, der vorne ist, aber ansonsten ist man butterweich. Und die Kanone ist frontal gegen MBTs nicht geeignet. Ach, wir haben einen Hubi. Wir haben einen Hubschrauber. So. Ich stelle mir jetzt mal eine Kette hier rein und hoffe einfach, dass ich der Erste bin, der das tut. Nein! Doch, bin ich. So, ich schmeiß Arti hier hin. So, unser Team engaged schon, das ist schön. Ich hoffe einfach wirklich, dass die Arti mich jetzt nicht natzt und dass ich den Punkt cappen kann. Sehr schön, wichtige Punkte. So. Zieh mich jetzt mal zurück. Hier scheint alles raus zu sein. So. Man möchte mit dem Ding halt echt nicht in einem Frontalkampf gegen Hauptkampfpanzer gefangen werden, weil die Kanone ist halt nicht adäquat und die Tau ist sehr inkonsequent. Also es ist, wenn da ein bisschen Schottpanzerung ist, kann es schon sein, dass man genatzt ist. Ums Eck ist direkt einer. Ach komm. Merkava Mark 2B. Die nerven mich heute unfassbar. Natürlich steht der da hinten und campt. Natürlich. Oh. Husa. Einer dieser Tage. Den überstehen wir auch. Und ich dachte, ich könnte... Da ist ein Hubschrauber hinter unserem Spawn. Das ist ziemlich uncool. Wenn er sich zeigt, ist er Matsch. Komm schon, du hast große Lust, dich zu zeigen. Helikopter, Shutdown. Ich weiß nicht, ob ich dafür einen extra neuen Text gebraucht hätte. Was zur Hölle? Okay, heute ist echt der Tag, an dem ich Herzinfarkte bekomme. So, auf ein neues. So, ja, also dass der Gegner überrumpelt uns gerade so ein bisschen, das finde ich ziemlich uncool. Arti kann ich verschmeißen, kann ich vergessen zu schmeißen, die Distanz ist einfach zu groß. Helikopter sind erst tot, wenn sie wirklich tot sind, am Boden liegen und brennen.
Aber ganz ehrlich, das Spiel stürzt mir in letzter Zeit häufig ab, freest und ich habe so komische Fragmente teilweise. Das ist echt nicht mehr schön anzugucken. Nice, mein Ready Rack ist leer. Das ist schlecht. Der lebt immer noch. Das ist auch schlecht. Ja, ich muss mein Ready Rack jetzt essen. Dieser Anzeigebug mit dem. Okay, ist raus. Ja, jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen zurückhalten hier, weil das Ready Rack muss erstmal aufgeladen werden. Beziehungsweise der Autoloader muss aufgefüllt werden. Es geht jetzt Granate für Granate. Oh, ich stehe hier eigentlich ziemlich schlecht. Fällt mir mal so dezent auf. Die Map ist ja gar nicht abgeschnitten. Diese abgeschnittenen neuen Maps finde ich, by the way, auch furchtbar. Also hier, Alaska hatte ich vorhin. Die einfach komplett abgeschnitten war. Der C-Punkt war regulär drin, aber alles andere war abgeschnitten. Die Stadt war auch in der Mitte durchgeteilt. Warum? Also das erschließt sich mir halt null, warum man das macht. Das bietet doch keine neue gute Map-Experience. Das ist einfach eine alte Map verhackstückelt. Ich weiß auch nicht, wem das irgendwas bringt, aber könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut findet. Ich finde das einfach nur einschränkend und langweilig. Schon wieder ein Hubschrauber. Seras hätte Laser Rangefinder einen Hubschrauber einsetzen können. Das stimmt. Hat Seras vorher nicht drüber nachgedacht. Ich höre einen Hubschrauber. Ah, das ist unserer, okay. Ich hatte schon Sorge. Mal gucken, vielleicht kommt hier irgendwas an. Ich glaub's zwar nicht, aber lustig wär's. So, das war's auch mit meinen Anti-Hubschrauber-Shells. Oder Anti-Flugzeug-Shells. Das Ding ist ziemlich zügig leer, wenn man nicht haushält, so wie ich gerade. Na, ich versuche jetzt einfach mal. Aber was genau versuche ich? Da hinten steht bestimmt der Merkava immer noch an dieser dämlichen Stelle. Ja, der steht da immer noch. Ich wüsste auch nicht, wie ich den Merkava mir holen soll. Der steht da halt in der perfekten Stelle. Wenn das kein Objective-Game wäre. Sehr schön, sehr schön. Wenn das kein Objective-Game wäre, wäre der in der besten Position, die er sich wünschen kann. Aber so, da wir den Punkt haben, ich meine, der kann da hinten versauern und sich ein paar Kills abgreifen. Aber viel erreichen wird er nicht. Boah, und ich muss wirklich die Ingame-Musik umstellen. Zum Glück ich leider nichts kaufen. Merkava. Also Merkava habe ich jetzt echt genug von. Hier ist einiges in der Stadt. Was echt nicht gut ist. So, nehmen wir den. Der hat mich doch gehört. Wieso ist der weitergefahren? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Also das habe ich jetzt wirklich nicht verstanden, was das sollte. Der hört mich, der hört mich. Und natürlich kriegt er nichts von meiner Art hier auf den Deckel. Er ist nicht alleine. Das ist uncool. Panzer, 5 Uhr, nah. Das ist es halt. Gegen Hauptkampfpanzer, die halbwegs gescheit stehen, machst du mit dem Ding halt nichts. Unbefriedigend. So, vielleicht kann ich mir noch was holen von denen am Himmel und am Boden. Die kann ja mittlerweile beides zusammentragen, Bomben und Raketen, was ich sehr cool finde. Da sehe ich doch schon was. Ein Hubschrauber? Na, du bist eine Drohne, so komisch wie du fliegst. Es ist super befremdlich, dass Drohnen so große Render-Dots haben. Bis man nah rankommt, dann sind sie auch immer weg. Nice. Also unser Team ist quasi nicht mehr existent. Aber es ist schön, ich kann nicht mehr auf das Trella hier unten treffen. Die ist ja auf 10-0 hochgegangen, deswegen fühle ich mich ein bisschen sicherer. Ja, das ist eine Drohne. Es ist total dämlich. Dämlich. Kann mal gucken, ob der Camper Merkava da noch steht. Der dürfte hier gestanden haben. Das sehe ich aber nichts mehr. Sieht's hier aus? So, treffe ich. Ja, komm schon. Waren die echt so schlecht? Aber ich habe einen Kill-Assist für bekommen, das ist okay. Ah, da ist eine Flak, die kann mich nicht leiden. So, das heißt, du bist der Merkava. So, vielleicht gibt es dafür auch noch einen Kill-Assist. Plug, wenn du nicht aufhörst, auf mich zu feuern. Was bist du überhaupt? Du musst irgendwas Großkalibriges sein. Warte mal, bist du ein Duster oder sowas? Ja, bist du. Hätte ich gar nicht so Angst haben müssen. Santal, du stehst da ja toll, aber auch du spielst definitiv nicht Objective. Diese Merkava sind echt stark. Leute, sagt mal bitte Bescheid, ob ihr sehen wollt. Und warum stehst du da? Die haben nicht das Objective. Sagt mal bitte Bescheid, ob ihr gerne sehen würdet, dass ich Israel mal hochgrinde. Ich habe mir überlegt, dass ich es vielleicht doch mal tue. Weil die Merkavas sind schon echt schicke Sachen. Sorry Leute, aber das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Oh. Ich hätte große Lust, da einfach mal rein zu lunzen. Aber... Wobei, krieg ich Minuspunkte? Der ist ja in meinem Squad. Also, für diese Runde. Wäre lustig, wenn das nicht so wäre. Wäre eigentlich voll asozial. So, wo ist der Merkava? Ich sehe ihn nicht mehr.
Du siehst schnell aus. Nein, 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 nein. Du bist zwar schnell, aber du bist nicht leicht. Du siehst, ja, auch schnell, aber nicht leicht aus. Hm, ja, gut. Nice. Und dann wurde der sogar da auf der Sandbank gekillt. Ich schwör's. Also manche Leute verstehen nicht, wie dieses Spiel funktioniert. Joa, das war so eine semi-effektive Runde, würde ich mal sagen. Versuchen wir jetzt gleich nochmal. Aber ich muss hier einen kleinen Cut machen, weil meine Freundin gleich heimkommt und sie, glaube ich, keinen Plan davon hat, dass ich gerade aufnehme. Deswegen, bis gleich. Und weiter geht's, ihr Lieben. Nach einer kurzen Pause sind die Gemüter abgekühlt, hoffentlich. Und auch der Matchmaker war uns wieder gnädig. Wir sind wieder auf 9-3 gelandet. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Im Gegnerteam sind einige Fahrzeuge, die relativ dünn sind. Deswegen hoffe ich, auf die zu treffen und nicht auf die dicken Dinger. Also die Russen will ich nicht sehen. So, ja, gut. Wo fahre ich jetzt hier hin? Das ist die große Frage. Geht schon wieder gut los. Der Tumpy ist hier rum. Okay, dann fühle ich mich hier jetzt halbwegs sicher. Ich hoffe jetzt einfach nicht von hinten beschossen zu werden. Das wäre voll gut. Ja, und schon wieder so ein Lag. Ich find's furchtbar momentan. Lol, der lebt. Nicht, dahinter steht noch was, der kleine Drecksau. Sehr schön. Schöner Teamwork. Ja, da ist auch noch einer. Das ist uncool. Ach komm. Hä? Wo ist der denn jetzt? Das ist gerade schon wieder alles nicht so gut hier. Das ist alles gar nicht gut. Eieieiei. Das ist belastend heute. Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich... Ja. Gaijin ist echt Windows Vista geworden mit den ganzen Willst du das sicher, willst du das sicher? Ist ja fürchterlich. Ich will hier eigentlich nur durchkommen und dann mir Gedanken machen. Artillerieschlag auf Koordinaten. Charlie, 4. Stören. Delta, 4. Bestätige Koordinaten. Aufgepasst. Ja, man hat mit der APHE, die ich hier geladen habe, leider, warte mal. AP, Entschuldigung. Man hat leider nicht das Killpotenzial, was man mit anderen Granaten hat. Man hat es gerade gesehen. Der BMP hat das locker weggesteckt.
Mhm. Ist okay. Ich habe mich gerade mit der Drohne gescoutet. Na komm, geh kaputt. Ich will da durch. Warte mal, kann man durch die... Man kann durch die Halle feuern. Das ist auch schon wieder uncool. Ich sehe nichts. Oh. Ich sag ja, Mercavas und ich, heute geht nicht. Ach Gott, da waren zwei schöne Ziele und ich krieg natürlich den, den ich nicht easy killen kann. Natürlich, natürlich. Gut. Dann versuche ich es mit dem T-72, der auch ziemlich gut ist. Okay, das ist unsere Flak. Ich hasse Mercava. Ich hasse Mercava so sehr. Oh, die Schnauze. Das ist schon wieder der Typ. Ach, diese Tage. Wer kennt sie nicht? Wer liebt sie nicht? Das ist so schön. Es ist so schön. Timmy, wo ist sie? Ja, nein. Nein, 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 nein. Das geht mir schon wieder viel zu sehr ins Gemüt hier alles. Ach, der Mercava, ne? Das kannst du dir nicht ausdenken. Ja, ich fahre jetzt einfach in den Spawn. Warum? Weil ich es kann. Es ist so lächerlich. Nö, da werde ich auch nicht mehr mit dem Bow. Was könnte... Ja, genau. Nein, Spiel, nein. Nö, 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 nö. Das machen wir jetzt nicht. Da hänge ich lieber noch eine Runde dran, anstatt mir den Scheiß weiter anzutun. Weiter geht's. Vielleicht kriege ich mit Begleitpanzer dann doch noch was hin. Ich kann unter Druck nicht arbeiten. Ah, by the way, auch vielen Dank an diejenigen noch, die sich den Skull and Bones Stream am Samstag angeguckt haben, die mit dabei waren. Fand ich sehr cool, dass es doch so einige waren. Also, ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Und nach wie vor, falls ihr Bock habt, mit mir das Spiel zu spielen und auch, dass die Serie weitergeht, schreibt das gerne in die Kommentare oder nutzt den Invite-Code, den ich im Stream in der Beschreibung habe oder in der Community-Ankündigung. Dann kriegt ihr nämlich Goodies für den Start. So, so viel dazu. Legen wir los. Early Cap wäre doch was Feines. Das ist schon ein Hubschrauber. Was ballert denn hier so? Was ist dieses Ballern, das man vernimmt? So, dann schauen wir mal, ob meine übliche Route hier funktioniert. Die 292 auf unserer Seite sind die dicksten Sachen, glaube ich, bei uns. Das
wünschenswert wäre, weil die Kanone ist halt echt nicht gut gegen schwere Sachen. Selbst Kanonen ziehen ist nicht selbstverständlich. Ich werde mich mal kurz hier einquartieren und unsere schweren Jungs vorlassen. So, genug Thermal Junkie. Okay, unsere Leute kriegen schon wieder auf den Sack. Das ist sehr schön. Und jetzt verteilen sich Schläge auf den Sack. Ein liebevolles Hin und Her in dieser Community. Wunderschön. Wait, what? Ich hasse Merkabas. Ich hab den halt echt nicht gesehen. Da war ich gerade verdammt blind. Track. Nice. Oh, okay. Still alive, würde ich sagen. Immerhin, ne? Nee. Das ist uncool. War das ein Verbündeter oder war das ein Gegner? Oh, Jesus, das ist blöd. Nehmen wir den so lang? Ah, natürlich läuft es jetzt wieder in der letzten Runde. Du halbwegs. Ich höre hier so viel Zeug in der Stadt. Der Wahnsinn. Okay, verbündeter mit Augen drauf. Ich schaue aus die Augen. Okay, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Da kommt die Arti, die böse Arti. Passiv spielen ist halt echt die Devise mit der Möhre. Alter, die haben uns halt echt schon zu C zurückgedrängt. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich werde mal kurz gucken, ob ich bei C intervenieren kann. Alter, Leo, was stimmt denn mit dir nicht? Ja, toll. Position preisgeben, mich verwirren. Beste Idee. Doch bitte, nicht dieses jetzt an mich rankuscheln, gekappen oder sonst was. Also, ist nett, dass du mich erkennst, meine Videos magst, aber in der Schlacht ist Performance ist da wichtig. Oder was höre ich? Ja, ist das unsere? Scheint unsere zu sein. Da ist ein Flak und ein Lynx. Lynx ist eklig. Und ein Wolfpack. Ich hasse Wolfpack.
Panzer. 10 Uhr. Nah. Ich darf nicht vergessen, er kann schießen. Artillerieschlag in diesem Sektor. Verstanden. Im Ziel. Abgefeuert. Ja, natürlich läuft es in der letzten Runde. Ich musste einfach genug Tränen und Schweiß opfern. Und jetzt ist die Schnecke mir wieder hold. Okay, ja, ich hab dich gehört. Ja, super. Du hast die Panzerung. Du kannst da gerne mal reinpreschen. Und dann komme ich von der Seite. Das ist okay. Hi. Hi. Hi, Edewitzka. Ekelhaft. Ja, die Nuke ist es noch nicht ganz, aber... Lübt, lübt. Aufnahme läuft? Ja, Aufnahme läuft. Ist auch kein verräterisches Spendenziel irgendwo dazwischen geschaltet. Sehr gut. Mir macht die Lynx so ein bisschen Sorge. Au. Wo war der denn jetzt? Außen wahrscheinlich. In der Tat. So. Bageln? Nee. Ich komme jetzt mit Air Superiority. Ja, der Satz Gall, ich bin der Echte. Deswegen sage ich dir jetzt auch hier live in der Aufnahme, dass du, wenn du uns erkennst, egal wen von uns oder egal welchen Streamer, YouTuber, was weiß ich, nicht mitten in der Runde auf ihn losballern oder sonstige Sachen machen, um aufzufallen. Spiel einfach an der Seite, sei ein cooler Teammate und dann finden wir dich auch cool. Was antwortet man darauf? Die hat eine Flagge. Wie aufs Stichwort. Läuft, läuft. So, Class 3P muss es richten. Ich komme halt nicht mal mehr an. Dein Ernst? Du kleines Drecksschwein. Ja, lief aber ganz gut. Ich glaube, ich muss mich jetzt nicht verstecken. Also, die Runde hat mir gefallen. Ich hoffe, euch hat das gesamte Video gefallen. Falls ihr es bisher geschafft habt, schreibt gerne... Boah, was könnte man mal wieder nehmen? Pepperoni-Pizza. Nehmen wir Pepperoni-Pizza. Schreibt das gerne in die Kommentare, um mir zu zeigen, dass ihr hier die True-Fans seid. Nein. Wenn ihr vorher abgebrochen habt, ist es auch nicht schlimm. Das konnte man sich ja teilweise echt nicht angucken. Aber wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt gerne eure Wünsche und Anregungen in die Kommentare. Ich freue mich drauf, bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.